Diese Unterrichtseinheit ist wie folgt gegliedert, dass wir uns zunächst Gedanken machen über sogenannte strukturierte Datentypen. Und eine Form eines solchen strukturierten Datentyps sind sogenannte Arrays. Arrays bilden die Möglichkeit, mehrere Variablen zu einer Einheit zusammenzufassen. Dazu erfahren wir mehr in der Motivation. Es folgen ein paar Anmerkungen. Wir werden uns damit sogenannten Array-Variablen beschäftigen, auf die Array-Erzeugung zu sprechen kommen und schauen, wie wir auf die einzelnen Array-Elemente zugreifen können. Anschließend behandeln wir die Array-Zerstörung analog zur Erzeugung. Im Zusammenhang mit Arrays gibt es eine neu vereinfachte Vorschleife und hier erfahren wir in diesem Bereich, was es mit mehrdimensionalen Arrays auf sich hat und wie man mit denen umgeht. Dann folgen einige Beispiele und die Unterrichtseinheit schließt wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung.